Hey, if we find anyone who needs help here. I know. We'll make sure to ask what's wrong. Es ist unser wandernder Vielfraß wieder einmal. Was ist mit dem Typen, dass der ständig irgendwo in der Gegend rumliegt und irgendwelches Essen zubereitet haben möchte? Oh? Ah, du schon wieder. Ich frage mich, was es heute zu essen gibt. What? Nichts überstürzen, junge Dame. Komm schon. Gordeno. Wir alle wissen, dass, wo das hinführt. Yes. Ihr kennt mich einfach. Tatsächlich bin ich auf ein unglaubliches Rezept gestoßen, das tief im Inneren von Pelagions mächtiger Festung vergraben war. Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es jemals deinen anscheinend unstillbaren Hunger stillt, an solchen Orten nach Rezepten zu suchen. Nun, wie es der Zufall will, traf ich in Mahaxar auf einen Matrosen. Er lieh mir ein Boot und bevor ich es wusste, war ich hier. What? Ja, aber ich kann mich ja irren, aber hier ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Verbindung zum Meer vorhanden, weil, wenn ich mich recht entsinne, dieses Schloss ist auf einer Klippe. Du bist mit diesem Boot den ganzen Weg hierher gesegelt? Ganz genau. Aber noch wichtiger ist, dass ich in dieser Burg ein verbotenes Rezept fand, das seit uralten Zeiten versiegelt war. What? Verboten? Warum ist es all die Jahre nicht zugänglich gemacht worden? Yes. Ich habe keinen blassen Schimmer. Um das herauszufinden, müssen wir es wohl zubereiten. Und deswegen bitte ich euch, mir wieder die Zutaten zu bringen. Da es sicher jedoch um ein so altes Rezept handelt, ist die Anleitung eher obskur. Da steht was Weißes, Weiches und Fluffiges, anregendes Pulver, weder Schweine noch Hasenfleisch und außerdem noch etwas Weiches, Weiches und Fluffiges. Das hast du gerade gesagt. Warum steht das doppelt drin? Ich schätze, das eine steht einfach für Reis. Nice. Oder vielleicht verlangt das Rezept das Doppelte der normalen Reismenge. Klingt gut für mich. Ich glaube nicht, dass man das in dem Fall so aufgeschrieben hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Zutaten in Ganafaros zu finden sind. Also, kann ich darauf zählen, dass ihr sie besorgt? Ja, wir halten, glaube ich, die Augen offen. Oder auch nicht, wer weiß. Eigentlich würden wir uns gerne darum kümmern. Was sie sagt. Zuverlässig wie immer, dann lasse ich euch zweimal loslegen. Viel Glück! Weich und fluffig. Zuckerwatte? White, soft and fluffy items. Is that description supposed to be figurative or literal? Let's check anything in the area that looks edible. Die Beschreibung ist ja wirklich mal sehr geil von diesen Items, die ich da haben soll. Die ist ja wow. Und ich glaube, ich habe noch nicht mal irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich jetzt hingehen soll. Das ist ja, okay. Merkwürdig. Na gut. Andere Quest. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die mal eben so abschließen kann, oder? Was denn jetzt? Since when do I need your permission to move around? I wasn't saying that you do. Though I'm not sure why you're biting my head off about it either. Oh, that's so typical of you. How can you be so relaxed about all this? At this very moment, the enemy is doing who knows what behind the scenes, and yet we're just sitting here twiddling our thumbs in Ganeth Haros. I know that, but our hands are tied right now. What do you want me to do? And what's gotten into you anyway? Is there something you want to say to me, Shion? Look, you're right. Forget I said anything. If I said something to hurt you, I'm sorry. But I honestly don't know what I said to upset you so much. I really wish you would tell me. You don't need to apologize. You didn't say anything. It's not your fault. It's not anyone's fault. Not really. Then why? Please just drop it.
I don't want to talk about it. All right. If that's what you want, I won't push any further. I'm sorry. It's fine. Just don't be too hard on yourself, okay? Für eine Sekunde dachte ich jetzt erstmal, was soll das jetzt heißen? Aber ging wohl um den kleinen Streit, den man hatte da oben irgendwo beim Schloss auf dem Dach. Was ist das da vorne? Achso, da soll ich hin für Hauptmission, richtig? Denke ich mir mal. I think someone's calling out for us. They could have something they need from us. Hey, ihr seid doch die Befreier. Kann ich euch bitten, mir bei etwas zu helfen? Hm? Du klingst viel lebendiger als die meisten Leute hier. Das bin ich. Das haben wir alles den Wumsel zu verdanken. Die ich die ganze Zeit umhaue? Du meinst diese winzigen kleinen Zeugel? Ja, genau die meine ich. Jedes Mal, wenn ich einen von denen sehe, schmelze ich nur so dahin, weil sie so süß und bezaubernd sind. Wenn mehr Leute sie aus der Nähe sehen könnten, würde es ihnen bestimmt gleich viel besser gehen. Ja, das bezweifle ich irgendwie. Ja. Glaubst du echt? Naja, für Zeuge sind sie schon recht süß, das stimmt schon. Ja, oder? Die Art, wie sie einen mit ihren wachen Augen anstarren, diese kleinen Reißzähnchen, die alles durchkauen können, ich liebe alles an ihnen. Du bist verrückt. Diese Viecher machen mir eine Heidenangst. Sie halten nie die Klappe und werfen gerne schmutziges Zeug nach einem. Pfui. Das macht sie doch gerade so charmant. Ich könnte sie ewig ansehen und nie müde davon werden. Ich schätze, ich will fragen, ob ihr außerhalb der Stadt ein paar besiegen und sie mir bringen könntet. Bitte, bitte. Besiegen? Im Sinne von... Ich jag den eben mal mein Schwert durch den Körper und... Klatscht dir dann die Leiche vor die Füße? Was willst du damit machen? Stofftier? Got it. Ja, kein Problem. Wenn es den Leuten hier hilft, schneller besser zu werden, helfen wir gern. Müssen wir sie wirklich vermöbeln, damit Leute sie bewundern können? Ich hasse das ja auch, aber ihr wisst doch, wie frech diese Wumsel werden können, oder? Es geht einfach nicht anders. Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe. Ich kann es eh kaum erwarten zu sehen, was ihr mitbringt. Okay. Dann bringe ich dir halt einfach mal eben ein paar Wumselleichen. Warum halt nicht? Boomy! Heck? Are you stuck on that too? No, really. I kinda see where they're coming from. Are you okay with anything as long as it's round and flies? Ein Ball mit Flügeln. Ah, warte mal, haben wir ja schon. Hey, was ist los, Kumpel? Seriously? So spricht man doch niemanden an, Law. Aber gut. Was meinst du damit, was ist los? Ich wollte nur wissen, wie deine Arbeit läuft. Kommst du voran? Nein, ich komme nicht voran. Gibt es ein Problem? Ja. Tolle Unterhaltung. Gibt es einen bestimmten Grund, warum deine Arbeit nicht so gut läuft? Ich habe keine Materialien. Wo bekommst du deine Materialien her? Von den Zeugeln im Schloss. Von Zeugeln? Mann, das zeigt wieder, was sich Wolrans Soldaten herabgelassen haben. Aber seine Truppen gibt es nicht mehr, also wie kommst du mittlerweile an Materialien? Gar nicht, weil es keine Zeugel gibt. Da Rhenea mehr im Schloss sind, um sie im Zaun zu halten, sind sie bestimmt ausgebrochen. Also streuen sie herum? Mich überrascht, dass sie die Stadt auf dem Weg nach draußen nicht zerstört haben. Aber um nochmal auf diesen Typen zurückzukommen, wenn wir ihm nicht helfen, wird er wahrscheinlich nur herumstehen und nichts tun, hm? Ja. Sehr wahrscheinlich, ja. Dann heißt das also, dass wir rausgehen, die Materialien für ihn suchen. Das wird wahrscheinlich nicht für immer sein. Falsch gelesen. Es wird wahrscheinlich nicht für immer sein Problem lösen, aber zumindest hat er dann erstmal was zu tun. Freigeladene, hey, hab die schon. Okay. Moment, Law. Als du sagtest, dass du deine Materialien von den Zeugeln im Schloss hast, meintest du damit zufällig das hier? Ja, genau. Ah, das war einfach. Problem gelöst. Was für ein Glück du hast.
Was? Da. Was? Danke. Oh, wow. Wow? Was? Warum? Hä? Er meinte das ganz. Du brauchst uns nicht zu danken, Mann. Nutze das Zeug einfach gut und mach einen guten Job, okay? Ja, ich gebe mein Bestes. So lässt sich questen. Yeah. I wasn't expecting a thank you for that. Maybe socializing with people is helping to jog his memory bit by bit. You did good, Law. Thanks. Brauche ja nicht unbedingt durch die Gegend. Wobei doch, glaube ich schon, oder? Nee, doch nicht. Okay, kann einfach rauslatschen. Muss ja nicht unbedingt porten, ne? Es ist halt nur die Sache, wo zum Geier finde ich jetzt Wurmsel? Ich habe keinen Plan. Irgendwo bestimmt hier, oder? I wonder what we'll find out there this time. Most likely Zoogles, I would reckon. I mean, other than them. Judging by the stench, I'd say the animals at the ranch are all grown? Ja. Now. Ja. Ich gehe schon zu dieser ollen Farm. Apropos Farm. Ich kann diese Schweininchen oder so ähnlich jetzt auch züchten. Was machen wir denn? Haben wir die Dinger hier für Dingensbums, Erfahrungspunkte oder so? Wo ist denn das nochmal gewesen? Yep, habe ich zur Verfügung stehen, dann hau ich das doch. Wobei, nee, Quatsch, warte mal. Ich sollte das ja herstellen, ne, damit ich da so ein Emblem freischalte. Das benötigt mehr Brasse. Oh, gibt mir aber Erfahrungsbooster. Okay, cool. Warte mal, was ist denn mit dem anderen? Wo ist denn das nochmal? Erfahrungsbooster T. Ich gehe mal dann davon aus, dass T eine schwache Version dann bedeutet. Und dann heißt dann Sashimi, dass das mit dem Erfahrungsboost S eine größere ist? Warum kann er nicht einfach niedrig, mittel, hoch sein? Warum steht nicht das einfach dort? Oder theoretisch dann sowas wie A, B, C, D, F. Und damit man sich halt vorstellen kann, ah, okay, F dürfte dann schwach sein, hingegen A ist dann das Beste. Warum steht das nicht so? War doch einfacher. This is sure to give the others some much needed energy. Ich suche gerade deinen Finger. All right, it's done. Apologies for the wait, you guys. That's a lot of fish you've cut up again, Kisara. That's because I caught so many earlier. If you're going to eat them, it's best to do it while they're still fresh. Was it difficult slicing up that many fish? No, I'm used to it. It's no big deal for me at this point. I know I probably shouldn't be saying this after all the trouble you went through, but I've never really understood the appeal of sashimi. Oh, I'm sorry, Law. I didn't realize. I only make it because it's an easy way to deal with big catches when I fish. You haven't done anything wrong, Kisara. Law, if you don't like the flavor, you're always welcome to add some of my spices to it. Hey, yeah, that might work. I'll just put some of this here. What's wrong, Law? I've never seen someone jump up and sprint off that fast. He ran as soon as he took a bite of that sashimi. Hmm. Was he crying because of the taste? I don't think the sashimi is the problem here, guys. Naja, wenn du halt einen Typen hast, der keine Schmerzen spürt und der scheinbar dann halt wohl irgendeine Gewürzmixtur hat, die dann doch irgendwie wo was verursacht bei Alphen, zumindest in dem Zeitraum, wo er keine Schmerzen spürte. Ja, ich glaube, das Gewürz ist dann nicht unbedingt gerade ohne. Er haut bestimmt ordentlich rein. Rinwell, mind if we chat a little? What's wrong? You're looking pretty down. Hmm. Something on your mind? Yeah, you could say that. It's just, well, there's something that's been eating away at me for a long, long time. Do you mind if I share it with you? Of course not. I'm glad to listen. See, my mom and dad used to tell me I shouldn't go around casting magic.
But there was one time I did, behind their backs. And when I did, Almadria showed up. Huh? I hated Almadria for destroying everything I loved. But what I hated most was myself. For breaking my promise to my parents. Even though I swore I'd get revenge, there was always this nagging part of me that wondered if I even had any right to do so. Rinwell, it was Almadria who killed your family. Don't torment yourself over one mistake. How can you say that when my mother and father died because of me? This may not comfort you much, but I'll say it anyway. I have a feeling your parents always knew something like that might happen. What do you mean? There was always a chance that someday, someone was going to find you and your family. But even knowing the risks, they still taught you magic. And there are two reasons I can think of for that. First, your talent. Second, they were hedging their bets. Huh? On what? On you, Rinwell. On how you turn out when you grew up. Sure, learning magic may invite danger, but it would have been even more dangerous to live in hiding without being able to defend yourself. They knew what they were getting themselves into when they taught you magic. And I think they did it because of how much they loved you. Because my mother and father loved me. Sorry, I know I shouldn't be putting words into your parents' mouths. No, it's okay. I used to think I would have been better off if I never knew how to use magic. And if I'm really honest with myself, sometimes I still think that. But after traveling around with all of you guys, I've learned that there are things I can do with magic. That there's a point to it after all. So I'm going to keep trying. I'm gonna try and accept it as part of who I am. I want to use it to protect my friends. To protect the future of Dana. Do you think that's selfish of me? Not at all. I wouldn't want it any other way with you, Rinwell. Night, everyone! Mich würde es nicht wundern, wenn früher oder später wirklich irgendwie sowas ist, à la, hey, du hast eine so tiefe Bindung, dass irgendwas aufgetaucht ist. Wie jetzt in dem Fall Rinwell, hey, sie hat ihre Magie dann scheinbar wohl mehr akzeptiert und kann jetzt nun, hat bei sich, zwei Zauber aufladen oder kann jetzt nur eine Fähigkeit, die sie sonst gar nicht hätte können. Irgendwas halt, ne? Erhöht das Limit bei einem normalen Angriff. Okay, ermöglicht es dir, während einer Combo einen weiteren normalen Angriff zu entfesseln. Okay. Stoß der Verwüstung, eine Reihe an vorwärts gerichteten Flugtritten. Stärkter Gegenangriff. Warum haben alle irgendwas in Richtung Gegenangriff? Es hört sich ja irgendwie so an, als würde dann dieser Gegenangriff doch irgendwie wichtig sein, oder? I wanna go back to bed. Ja, das wollen wir alle. Das wollen wir alle. Falsch, falsch. Richtig. What? Wait, what? Hä? Oh, ich muss hier hin. Kann ich mich hier hinporten? No. Ich kann mich da nicht hinporten. Das ist ja... schöne Scheiße. Ich kann mich aber wenigstens da unten hinporten. Immerhin etwas. Musst du den Wasserfällen wieder zurück? Das ist ja... Nicht unbedingt so geil, aber okay. Aber da ist halt... dieses Areal ist halt sehr vertikal. Ein bisschen nervig. Ist zwar an sich recht linear, aber... dennoch irgendwie ein bisschen nervig. Aber hey, wenigstens haben wir schon da so ein paar Wumsel, wa? Oh, ich merke gerade, ich habe die eine Fähigkeit gar nicht reingeholt. Kann ich die eigentlich auch nochmal
Ich frage mich, ob ich die aufladen kann und dann zu einem noch stärkeren, Zauber werden lassen kann. Das wäre krass, wenn ja. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist so nervig, wenn einfach die ganzen Kollegen da halt den Gegner durch die Gegend kloppen und ich nicht mal die Möglichkeit habe, ihn zu treffen. Weil der halt einfach nicht mehr dasteht, wo ich ihn haben möchte. Wurde jetzt irgendwo was gezählt, oder? Seriously. Makes the sweat I worked up getting here all worth it. Don't get too wet now, you two, or else you'll catch a cold. Warum zum Geier habe ich denn das hier? Und die Kanne. Oh, das zählt noch nicht mal. What? Wait. Ich muss bis dahin runtergehen, damit. Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Nur diese Wumsel da unten zählen, das ist doch. Irgendwie bescheuert gerade. Aber dass das hier ist, das ist ein bisschen merkwürdig. Das war ja vom Boss gewesen. Naja. Kurz den einen Arte da reinschmeißen. Oder eventuell vielleicht doch ein bisschen was umändern. Bin mir nicht gerade so sicher. Das ist ein starker Zauber. Das ist ein einfacher Zauber. Dann ist... ich weiß nicht genau, was das dann ist. Ein mittlerer Zauber? Nein, oder? Nee, mittlerer Zauber dürfte wahrscheinlich dann auch nochmal eine gewisse Cast-Zeit haben. Das würde dann sowas sein wie... Nee, warte mal. Doch. Doch, muss ja quasi. Ich nehme das einfach mal rein, um zu gucken, ob ich diesen halt noch mächtiger haben kann. Oh. Right, here goes. A chain between heaven and earth. A wailing band of lightning. Mega ray. Another incantation ruin. That shell hiding something. Kann ihn auf jeden Fall speichern. Ah, das sieht so aus, als hätte ich einfach nur zwei göttliche Säbel lang gemacht. Was auch nicht schlecht ist. Ja, was an sich jetzt auch nicht unbedingt so schlecht ist dann. Weiß aber nicht, ob das dann so nützlich wäre. Auf jeden Fall werde ich den jetzt erstmal wieder rausschmeißen, weil ich glaube nicht, dass ich unbedingt das dann so haben möchte. Da will ich das dann, wenn dann doch, lieber als eine Art Kombo-Zauber haben. Was hatte ich vorher drin? Donnerfeld, genau. Weil da kann ich genauso gut zweimal dieses heilige irgendwas, was ich da hatte, machen. Und hab dasselbe Ergebnis. Wo muss ich nochmal hin? Ich glaube, ich muss dahin. Ach, das ist ja so ein Aspekt, das stimmt ja. Ach stimmt, ich hab ja ganz vergessen, die sind wahrscheinlich jetzt leveltechnisch unter meinem Niveau, wa? Viele Erfahrungspunkte kriege ich hier eigentlich für 9 und ja.
Ich bin 36, die sind, glaube ich, irgendwas mit 32. Ja, das ist ein bisschen Zeitverschwendung, was ich hier dann habe. Zählen wenigstens diese blauen Wumsel. Das wir auch mal hier mitgehen lassen. Nee, die da oben sind da wahrscheinlich. Stay calm. I shall provide assistance. Magic is there. Free no, blaster. Your healing is our nova. Oh, ich glaube. Ich glaube, ich habe halbwegs eine Ahnung, wie das funktioniert mit dem. Mit dem Dingensbums, mit dem Combo-Gedönse, damit meine Cast-Zeit geringer ist. Ich habe gerade was versucht gehabt, wodurch ich auf jeden Fall hier mein, wie heißt das nochmal? Meine heilige Lanze auf jeden Fall wesentlich schneller aufladen konnte. Ja, nur die da oben zählen. Ja, geil. Wie komme ich denn da jetzt hin? Von da oben. Heißt das dann quasi, du ballerst einfach irgendwelche Sachen raus, Hauptsache Treffer? Wie zum Beispiel halt diesen Photonenblitz oder so ähnlich, diese komische Kugel, die ich da abballern kann. Abballern. Wie auch immer. Und versucht dann was anderes zu machen. Also ich dürfte mal... Okay, wenn das treffen würde, dann könnte ich auch irgendwas bewirken. Wenn ich das zum Beispiel mache, oder diesen komischen Blitz. Oh, der ist schon so gut wie tot. Ja gut, dann bringt das nicht viel. Auf jeden Fall ist jetzt die heilige Lanze wesentlich schneller gewesen. Also, scheinbar muss ich nicht unbedingt so sehr darauf achten, dass da oben rechts da eine Trefferanzeige ist. Sondern ich muss einfach nur Treffer gemacht haben. Zählen die jetzt? Ich glaub nicht, wa? Das sah gerade so aus, als hätte ich schneller das machen können. Au. Das sieht auf jeden Fall nach was Schnellerem gerade aus. Hat er gerade den einen Zauber? Warum hat sie den Zauber, den sie hat, nicht... Oh, hä? Bin etwas verwirrt. Whatever. Was ist das? Oh. Das ist der neue Angriff, den er hat. Nett. This is the power of the blazing sword. Habe ich mir schon gedacht, dass das hier nicht zählt. Ja, toll. Welche Gegner zählen dann? Ah, die da hinten, na super. There it is. That's our target. Little help. Light astral energy. Sighting. Photon splash. Melee. You can stop. But they're getting started. Sleep now. Great spear. Here's the evil way. Ow. Schönen Dank. I'm just trying to do the best I can. Still. Ja, siehst du, jetzt habe ich zum Beispiel kaum großartig angegriffen. Meine Cast-Zeit ist wesentlich länger. Toll, ich hau den Meteoriten raus, der jetzt nichts mehr bewirkt. That was almost too easy. No enemy can stand against us. If only every battle went so well. Okay, wenigstens weiß ich jetzt halbwegs, wie das funktioniert mit diesem schnelleren Casten. Muss ich nur halbwegs irgendwie dann auch hinkriegen, es auch nutzen zu können. We finally made it. Wie lief es mit den Wumseln? Ja. Großartig lief es. Wir haben welche mitgebracht. Super, lass sie mal sehen. Wow, da sind sie. Ihr seid solch süße kleine Wesen. Ich verstehe es immer noch nicht. You
Tausend Dank, mit diesen kleinen Jungs kann ich Bilder von Wumseln zeichnen und ausgestopften Tiere machen, die wie sie aussehen. Die wie sie aussehen. Lass mich mal eben mein Kürschnermesser und so holen. Sobald sich das rumspricht, werde ich total berühmt und beliebt. Aha. Da hat aber jemand einen Plan. Klingt, als wäre dieser Ort in guten Händen. Really? Denkst du das wirklich? Danke für eure Hilfe. Ich werde die Wumsel zum Maskottchen der ganzen Stadt machen. Ihr werdet schon sehen. Ja. Kein Problem. Ich werde die Erste sein, die eins deiner Stofftiere kauft, sobald sie fertig sind. Ein Hutel denkt sich nur, oh, bin ich dir nichts mehr wert? Was ist mit mir? Bin ich kein tolles Maskottchen? He says, instead of making a Zoogle sign, we should be making a Hoodle sign. Ah, he's feeling threatened by a rival. Dieser Rivale ist ein Stofftier.